In de zomer van 2006 werd de wereld opgeschrikt door het verbijsterende verhaal van Natasha Campus. 8,5 jaar lang wist slechts één man waar zij zat. De ontvoerder die haar kidnapte toen Natasha 10 was. Grote delen van de gijzeling sleet de Oostenrijkse in een kleine kelder, hermetisch afgesloten van de buitenwereld. Wolfgang Priklopil regeerde 3096 dagen over haar leven. Op de dag van Natasha's ontsnapping beëindigde hij het zijne. In het boek De diefstal van mijn jeugd vertelt Campus nu hoe ze de jaren van mishandeling, vernedering en uithongering heeft overleefd. Ik wollte me niet meine Menschenwürde nehmen lassen. Und ich glaube, das hätte ihn auch nicht wirklich, hätte ihm auch nicht wirklich was gebracht, wenn ich wenn jemand dazu gezwungen wird. Also er hat ihm wohl einen anderen Namen gegeben, das haben Sie auch akzeptiert. Ja, weil ich bin ja ich und wie er mich nennt, das ist irgendwie seine Sache. Ich wusste ja, dass ich ich bin. In de media en met name in de Oostenrijkse verscheen ook veel onzin over Campus. Campus is daar nog steeds verbitterd over. Weil sie das nicht verstehen, weil alles gar nicht so abläuft, wie man das normalerweise kennt. Also, das erste ist, normalerweise sind Menschen, denen das passiert ist, schon ganz, ganz lange tot, weil sie von einem Täter umgebracht wurden. Dann, wenn es jemandem gelingt, freizukommen, also es gelingt auch selten, jemandem freizukommen. Meistens wird er gefunden oder vom Täter freigelassen oder von der Polizei vielleicht befreit. Und das ist auch wieder etwas, was nicht in diese Idee des Entführungsopfers passt. Und dann das erste Interview, das ich gegeben habe. Man hätte sich erwartet, dass ich weine und den Täter als ganz böse darstelle. Und das habe ich auch nicht gemacht. Campus ist nicht mehr intensiv bezig mit, was dader Priklopil dreef. Ze kan er niets meer mee doen omdat hij zelfmoord heeft gepleegd. Natasha wil alleen maar naar de toekomst kijken. Dat is zo die vraag. Wie gaat het jetzt weiter? Ik glaube, deze vraag stellen zich sehr viele mensen. Immer wieder. En dan gibt es so temporäre Lösungen. En ik möchte viele Sprachen lernen. Möchte ein oder zwei Berufe erlernen. Die auch teilweise ausüben. Ja. Welche Berufe zum Beispiel? Also ich habe mir überlegt, etwas Handwerkliches zu lernen. Etwas, wo man seine Kreativität freien Lauf lassen kann, aber trotzdem etwas Nützliches.